Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Omega Rubin in der Randomizer Nuzlocke. Letztes Mal haben wir Zegrasilp City erreicht, nachdem wir Team Magma in Graffitport City leider nicht aufhalten konnten. Die haben sich einfach ein U-Boot geklaut in Graffitport, das Forschungs-U-Boot Nummer 1, und wollen damit auf Route 128 eine urzeitliche Höhle erkunden, in welcher sich das legendäre Pokémon Groudon befinden soll, und dieses wollen sie wiederbeleben. Angeblich, um die Menschheit einen weiteren Schritt nach vorne zu bringen in der Entwicklung. Aber wir wissen, dass einfach nur eine endlose Dürre über die Höhenregion hereinbrechen wird, wenn ihnen das gelingt. Und diese wird jegliches Leben dieser Region auslöschen. Wir müssen sie also auf jeden Fall aufhalten. Aber bevor wir das machen, quatschen wir erstmal noch mit dem NPC, gehen ein bisschen shoppen und danach schauen wir uns das Versteck von Team Magma an. Hallöchen! Also, im Grunde ist es so, ein Anzug passt zu mir wie die Brise zum Meer. Perfekt! Und zu dir würde eine Beere gut passen. Warum ist das wohl so? Kommi erhält Persifbeere. Dankeschön. Also, im Grunde ist es so, weil du ein Trainer bist. Ah. Der ist irgendwie komisch, sagt er noch was? Grundsätzlich verhält es sich so. So wie die würdevolle Einfachheit mich ziert, zieren Pokerige... Oh, es ist schon wieder ein Wettbewerbstyp. Was ist mit dir? Pokémon sind die Partner der Menschen. Sie sind nicht unsere Werkzeuge. Leider gibt es immer wieder Menschen, die das nicht begreifen. Das ist wenigstens der einzige Normale, den ich bis jetzt in Zegrasilp City getroffen habe. Und das ist wahrscheinlich der Attacken-Verlerner. Okay, damit könnte ich dann zum Beispiel Skelabre endlich mal Zerschneider verlernen lassen. Ich glaube nämlich, dass Zerschneider mittlerweile nicht mehr so wichtig ist wie am Anfang. Also natürlich werden wir dadurch vielleicht das ein oder andere Item übersehen oder die ein oder andere Geheimbasis nicht entdecken. Aber für solche Attacken nimmt man sich eigentlich auch immer extra Pokémon. Dass Sarah überhaupt noch Zerschneider konnte, war nur noch ein Überbleibsel aus den ersten paar Folgen. Habe ich denn eine gute spezielle Attacke, die ich da direkt nutzen könnte hier? Psycho, Kraftvorrat? Nee, das leider eher nicht. Ausbringen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich bringe Sarah erstmal Ausbringen bei. Das ist eine Attacke, mit der man sich zum Normaltyp verwandeln kann. Ja, wir können es ja später wieder verlernen, dadurch, dass es keine VM ist diesmal. Und der Normaltyp sollte erstmal für den Anfang ganz gut sein, dass wir erstmal noch eine Basic-Attacke haben. Und Ausringen ist auch nicht so schlecht. Ich habe aber eben hier das Gebäude noch erspäht. Was ist denn das? Ich bin Kunsthändler. Ich kaufe und verkaufe Kunstgegenstände, vorzugsweise Gemälde. Ich habe gehört, dass das hiesige Museum ständig erstklassige Werke ausstellt. Oh... Wir machen noch einen kleinen Abstecher im Museum vorher, bevor es einkaufen geht. Museum von Zegrasilp City. Ausstellung von Pokémon Meisterwerken. Let's go! Will mich intellektuell noch ein wenig gestärkt fühlen, bevor ich zu Team Magma gehe, den Ganoven. Eine berühmte Glasskulptur. Sie stellt ein antikes Vogel-Pokémon dar. Naja, sieht eher aus nach einem Tauboga, oder? Und nicht nach irgendeinem antiken Vogel. Also ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr da erkennt, aber ich sehe da sowas von einen Tauboga. Diese von einem vielversprechenden zeitgenössischen Künstler angefertigte Skulptur stellt ein Knilz dar. Mhm. Lass mich raten, dass hier unten ist ein Pokéball. Ein großer Pokéball aus schwarzem Stein gehauen. In früheren Zeiten wurde er vermutlich zu Festlichkeiten ausgestellt. Aha. Eine große Steintafel, in die Pokémon und eng gesetzte kleine Schriftzeichen einer unbekannten Sprache eingraviert sind. Hiervon haben wir dann noch ein paar Gemälde. Dieses Pokémon ist vielleicht niedlich, genauso wie mein kleiner Sohn. Diese Frau ist so hübsch, genau wie meine Mama. Pflanzen-Pokémon, die sich im Wind wiegen. Es scheint, als würden sie das zarte Streicheln des Windes genießen.
Das Bildnis einer wunderschönen, lächelnden Frau mit einem Pokémon auf dem Schoß, was genau genommen ein Curlia ist. Und im Hintergrund? Im Hintergrund sieht man den Prismaturm aus Pokémon X und Y, oder? Oder interpretiere ich da zu viel rein? Nee, das sollte schon der sein. Aber das Bild hier ist natürlich am interessantesten. Das Bild eines legendären Pokémon aus längst vergangener Zeit. Es ist der Fantasie des Künstlers entsprungen. Aus längst vergangener Zeit, aber Arceus ist doch immer noch aktuell, oder? Also so als Gott der Pokémon-Welt? Na, dann wiederum. Ich wollte gerade sagen, Arceus sollte eigentlich immer präsent sein, aber in den Teilen hier muss auch Rayquaza die Welt vor Groudon bzw. Kyogre retten. Könnte also wirklich sein, dass Arceus hier fehlt. In diesem Museum bekommst du viele fantastische Gemälde zu sehen und der Direktor ist einfach wunderbar. Für uns Künstler ist dieses Museum eine große Inspiration. Ja, ich merke schon, hier sind nur die besten Stücke ausgestellt. Dieser Farbholzschnitt stellt einen beliebten Trainer aus der Vergangenheit dar. Dies ist ein sehr altes Gemälde, die Farbe blättert hier und da schon ab. Oh, ich mag aber das Detail, dass die Farbe so abblättert. Das sieht so aus, als ob das Trassler, was wir dort auf dem Bild sehen, so in einem Spukhaus unterwegs ist oder irgendwie sowas in die Richtung, wo es so ein bisschen spooky ist. Könnte auch ein Friedhof sein, aber die abblendende Farbe trägt da sehr schön noch was zum Gesamtbild bei. Äußerst delikat aussehende Bären. Das Bild kann einen hungrig machen. Aha. Das Bild hier sieht cool aus. Ein Bild mit bizarren und fantastischen Details. Wenn ihr wisst, welches Pokémon dort dargestellt ist, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Welch prächtige Kunstwerke. Und damit sollten wir alle Ausstellungsstücke gesehen haben. Ich habe das Museum gebeten, meine Werke auszustellen, aber der Direktor hat abgelehnt. Dem fehlt doch der Blick für wahre Kunst. Was meinst du? Interessierst du dich für Kunst? Ja, sonst wäre ich nicht hier. Toll, es ist so schön, endlich einem Trainer zu begegnen, der wahre Kunst zu schätzen weiß. Für dich mache ich einen Sonderpreis. Nur 100.000 Pokédollar pro Kunstwerk. Für welches interessierst du dich denn? Endlosschleife, Kopfkino, Schleichweg. Klingt alles cool, aber ich habe nicht das nötige Kleingeld, mein Lieber. Schon gut, ein Künstler führt nun mal eine einsame Existenz. Willkommen im Museum von Seegrassulp City. Bitte nimm dir die Zeit, unsere Sammlung wunderbare Kunstwerke zum Thema Pokémon zu betrachten. Auch krass, dass es hier schon wieder kostenlos ist, der Eintritt. Aber das ist im Pokémon ja häufiger so. Kann ich hier hochgehen? Nee. Ich bin der Direktor dieses Museums. Unsere geschichtsträchtigen Ausstellungsstücke sind sehr beeindruckend, nicht wahr? Wie? Das obere Stockwerk? Nun ja, dort planen wir etwas andere, lebendigere Kunstwerke als hier unten auszustellen. Aha. Also ein Pokémon-Zoo oder wie? Hier können wir ja später nochmal hin zurückgehen und schauen, ob sich in der oberen Etage was geändert hat. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist shoppen gehen. Hi! Willkommen im Einkaufszentrum von Seegrassulp City. Willkommen im ID-Lotteriezentrum. Hier hast du die Möglichkeit, fabelhafte Preise zu gewinnen, wenn die gezogene Losnummer der ID eines deiner Pokémon entspricht. Wie wär's? Möchtest du dein Glück versuchen und ein Los ziehen? Ja! Dann wünsche ich dir jetzt viel Glück! Hier haben wir das Ergebnis. Das Los hat die Nummer 39139. Dann wollen wir jetzt mal sehen, ob das mit der ID eines deiner Pokémon übereinstimmt. Bitte hab einen Augenblick Geduld. Wie schade, leider keine Übereinstimmung. Versuch bald mal wieder dein Glück. Da werden wir wahrscheinlich in diesem Spielstand hier nichts gewinnen bei der Lotterie. Denn die ID eines Pokémon ändert sich mit dem Trainer zusammen. Also wenn jetzt jemand anderes auf einer anderen Edition anderes Pokémon fängt, hat das eine andere ID als meine Pokémon. Meine sind alle bei 01235. Wir müssten also genau diese ID bei der Lotterie bekommen für den Hauptgewinn. Und das wird nicht passieren. Lasst mich euch sagen, dass das nicht passieren wird von der Wahrscheinlichkeit her. Hallöchen, was hast du denn anzubieten? Ah, die hier ist soweit die Standardsachen verkauft, okay. Aber ich habe hier noch meinen Riesenpilz einstecken, den ich beim Pyroberg gefunden habe. Den würde ich hier auf jeden Fall schon mal verkaufen.
So. Dann habe ich zumindest 12.000 Pokédollar. Ich habe eigentlich viel zu wenig Geld, um shoppen zu gehen. Ach so. Hier hat Kalle seinen Hundemanit geholt, direkt neben Versteck im Einkaufszentrum von Seegras Slip City. Ja, das ergibt auch Sinn, warum er dann einen mega Hundemann hatte. Und ein gratis Hundemanit nehme ich mir natürlich auch mit. Da lasse ich mich doch nicht lumpen. Einfach kostenlos mit den. Das ist so krass mit den Megasteinen, dass man die einfach für 0 Pokédollar holen kann. Was gibt's hier noch? Ah, ein Ohr doch nie, nehme ich auch direkt mit. Psycho-Juwel brauchen wir nicht unbedingt. Magnet nicht unbedingt. Ewiges Eis nehme ich mal einmal für Lucy mit. Oh, es gibt hier einen Glücksrauch. Okay, passt auf. Der kostet jetzt 9.600 Pokédollar. Wenn ich den mitnehme, haben wir danach fast nichts mehr. Aber ich habe einen Plan. Schau noch ganz kurz, was es hier gibt. Gute Xerox-Need, Blottball, Energiekraut, Mewtwo-Need X. Ach so, ja, nehme ich auch erstmal mit. Ich glaube, Xerox-Need haben wir sogar schon, weil Truplex am Anfang eins getragen hat. Ganz zu Beginn des Runs, als Starter bereits schon. Und Blottbälle. Boah, ich stecke direkt 2 ein. Ja, damit haben wir überhaupt kein Geld mehr. Aber passt auf. Wir machen das folgendermaßen. Ich werde Dragon Maid. Ups. Ich werde Dragon Maid den Glücksrauch geben. Dragon Maid sollte sich ja auch bald entwickeln und ich will endlich die Entwicklung sehen. Dementsprechend gehen wir jetzt mit dem Glücksrauch, wo sind die Scorpions jetzt hier gelandet? Im Beutel hier. Hier haben wir noch 3 Stück davon, okay. Wir gehen mit dem Glücksrauch jetzt erstmal zum Team Magma Versteck und ziehen dort die ganzen Rüpel ab. Und mit dem Geld, was wir da verdienen, geben wir uns dann hier nochmal die Taschen vollstopfen, wollte ich natürlich sagen. Das klingt eigentlich nach einem ziemlich guten Plan. Ja, die restlichen Häuser hier werde ich jetzt mal skippen, vor allem, weil wirklich viele NPCs hier was zu den Wettbewerben und den Pokeriegeln und so sagen. Ich meine, wir werden uns die Wettbewerbe zum Schluss anschauen. Ich werde auch mal einen Pokeriegel machen, da ich die Animation eigentlich ganz süß finde, ganz charming finde. Und vollständigkeitshalber möchte ich das auf jeden Fall auch mal gezeigt haben. Aber das ist wirklich noch kein Feature, mit dem ich mich jetzt auseinandersetzen möchte, wenn es noch ein wenig Kämpfe zu erledigen gibt. Wenn wir noch ein bisschen was Actionreiches machen können. Oh, hier gibt es erstmal ein Item. Ein Machtband ist wieder so ein Item, womit man die EV eines Pokémon beim Training genauer verteilen kann. Ist für uns jetzt nicht sonderlich interessant. Vor allem nicht mehr, wenn die Pokémon auf Level 40 rum sind. Da bringt das nicht mehr so viel. Au, 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 verflixte diese Röhren heiß. Aber klar, immerhin fließt Magma durch sie hindurch. Von Objekten, die offensichtlich glühend heiß sind, sollte ich einfach die Finger lassen. Alle bei Team Magma sind solche Vollidioten. Es wäre ja okay, wenn das so eine ernsthafte Organisation wäre oder so, aber nein. Die sind alle lost. Jeden Morgen um 11 Uhr versammeln sich hier alle Mitglieder von Team Magma, um den weisen Worten von Mark, unserem Anführer, zu lauschen. Jeden einzelnen Morgen. Ja, dann verlass doch Team Magma einfach. Oh oh, verdächtige Person gesichtet. Na dann. Wenigstens einer, der hier kämpft. Ich meine, die anderen sprechen einfach normal mit mir. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich komme hier als 10-Jähriger in das Team Magma-Versteck rein, was eigentlich höchst illegal sein sollte. Sie haben nicht mal eine Genehmigung für den Bau dieser Höhle hier gehabt. Dieser geheimen Basis. Das generell alles umzugestalten. Oh mein Gott, Rollkeimmann kann auch 1000 Wellen. Ja, aber Dragon Maid steckt das easy weg. Ja, schon krass, dass die anderen Team Magma-Rüpel nicht mal irgendwie was dazu sagen, dass ich in dem Versteck bin und der Erste ist, der kämpft. Oh, er hat noch einen Gengar nach dem Rockheim-Mann und Dragon Maid kann nicht mehr fliehen, richtig? Doch, hä? Ach so, nur solange wie Rockheim-Mann nicht besiegt ist? Oh nein, warum habe ich auf Lucy geswitcht? Was steigt? Angriff steigt. Oh mein Gott, Gengar setzt wieder Wasser ein. Äh,
Zum Glück habe ich geswitcht. Ansonsten wäre Dragon Maid jetzt dead gewesen. Aber dadurch, dass Lucy jetzt die Verbrennung erlitten hat, muss ich direkt wieder switchen. Auf wen am besten? Ich denke, Hato könnte das schaffen. Es sei denn, das Gengar hat noch irgendwie eine krasse spezielle Psycho-Attacke, wollte ich gerade sagen. Aber auch Spukball wird schon sehr viel Schaden machen. Ja, dafür, dass Hato einer unserer Tanks ist im Team, ist das schon ordentlich. Ich setze direkt Steinkante ein. Oh nein, und es kann auch noch Phantomkraft. Das ist das, was ich das letzte Mal meinte. Wenn Gengar ein gutes Moveset hat, dann wird das echt gefährlich. Aber Diamantsturm von Hato ist genauso mächtig. Yes. Direkt nochmal. Er setzt nochmal Phantomkraft ein. Das heißt, wir treffen ihn zwar leider nicht, aber wenn der Kampf so weitergeht, dann gewinnen wir. Los, Hato! Sehr schön. Okay, also dafür, dass das der erste Rüpel war, hatte der schon einiges auf dem Kasten. Und Dragon Maid erreicht Level 40. Sehen wir jetzt schon die Entwicklung? Nee, wir sehen noch nicht die Entwicklung. Aber eigentlich müsste es jeden Moment soweit sein bei Dragon Maid. Ich werde Dragon Maid mal noch Level 41, vielleicht noch Level 42 gönnen. Und falls er sich bis dahin noch nicht entwickelt hat, dann muss ich die anderen Teammitglieder auch wieder trainieren, damit die nicht zu weit abfallen vom Level her. Stimmt, ich habe auch noch zuhauf Fähigkeitenkapseln einstecken. Hätte ich eigentlich noch einem Teammitglied eine bessere Fähigkeit geben können? Ich glaube nicht. Ich glaube, da hatte ich schon öfter geschaut. Hyperheiler habe ich auch noch dabei. Habe ich auch noch ein... Ah, ich habe auch noch die Spezialität. Feuerheiler habe ich aber nicht mehr dabei. Okay. Dann gönne ich Lucy den Hyperheiler. Hallo. Hier im Versteck Wache zu stehen ist ermüdend. Ich muss kämpfen, um wach zu bleiben. Naja, dann let's go. Ich wollte gerade sagen, lass dich einfach von mir besiegen. Aber nachdem der erste Team Magma Rüpel schon ein starkes Gengar im Team hatte, werde ich mal nicht übermütig. Ein Bronzel sollte auf jeden Fall kein Problem sein. Ich greife einfach mit 1000 Wellen an. Wunderbar. Das war sogar ein Crit. Und das, obwohl Dragon Maid... Schon wieder ein Fluffeluft. Und das, obwohl Dragon Maid den Glücksrauch hat? Trotzdem landen wir so viele Volltreffer, das ist ja insane. $2800 bringt mir hier ein Rüpel mit dem Item von Dragon Maid. Das ist eigentlich schwer in Ordnung, vor allem wenn dann später noch ein Vorstand kommt, zum Beispiel Kalle, auch wenn ich nicht wirklich gegen ihn kämpfen möchte. Aber da werden wir ziemlich viele Pokédollar verdienen. Hier gibt's Betten? Man kann sich hier einfach direkt heilen, das ist ja stark. Hier gibt's auch noch ein Item, noch ein Rüpel, okay. Das Item Stromisierer, was mittlerweile der dritte ist, ist also komplett useless, das Item. Das Item Madrak kann ich ja auch nicht einsetzen, okay. Unser Anführer Mark und der Boss von Team Aqua, Adrian, waren früher angeblich mal im selben Team. Interessant. Schnüffel, Schnüffel? Sehr schön, dieses Bett hat den heutigen Nachtlagergeruchstest mit dem Prädikat Dufte bestanden. Ja, cool, denke ich. Ich will mich ganz weit von diesem Rüpel fernhalten, wenn ich ehrlich bin. Der Abfalleimer ist leer. Und hier gibt's... Ernsthaft? Das Item neben dem Automat wurde zu einem Sprudel gerandomized? Das ist ja so passend. Hier gibt's nämlich auch einen schönen Team Magma Getränkeautomat. Schaut mal, wie da links unten sogar das Team Magma Logo ist. Oh, hier könnte ich mir eine Limonade mitnehmen. Aber nein, 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 ich möchte sparen, damit ich danach ordentlich shoppen gehen kann. Ich gebe mir große Mühe, mich
nicht ständig irgendwelche ungesunden zuckerhaltigen Getränke zu konsumieren. Wenn ich das einen Tag lang durchgehalten habe, kaufe ich mir schließlich eins zur Belohnung. Ich bin sehr stolz auf meine Fähigkeit, mich selbst zu disziplinieren und zugleich zu motivieren. Ja, das kennen wahrscheinlich einige von uns. Ich habe übrigens keine Ahnung, in welchem Mülleimer es in diesem Spiel hier die Überreste geben würde. Deswegen suche ich immer in jedem Mülleimer, ob man da vielleicht unter Umständen ein gerandomizedes Item finden könnte. Die Teleporter, sie sind der ganze Stolz des Verstecks. Du weißt bestimmt gar nicht mehr, wo du gerade bist, was? Doch, ich glaube, ich weiß es ziemlich gut. Auf diese Weise verwirren und zermürben wir unsere Gegner und dann heißt es auf sie mit Gebrüll! Wenn eine Taktik daraus besteht, den Gegner überhaupt erst ins Versteck reinzulassen, ist das nicht klug. Und einen Plinfer einzusetzen, ist auch nicht klug. Dragon Maid? Steinkante! Yes! Woher nimmst du diese Kraft? Du bist weder verwirrt noch zermürbt. Ja, sag ich doch. Ich hab mir den Weg gemerkt. Oh, jetzt gibt's aber direkt drei Teleporter, zwischen denen wir wählen können, wenn ich das richtig gesehen habe, oder zwei? Meteoriten, Naturenergie, urzeitliche Pokémon. Wir führen hier Experimente durch, um zu ergründen, wie sie miteinander in Verbindung stehen. Davon erhoffen wir uns, irgendwann auf künstliche Weise rote Edelsteine herstellen zu können. Aber bisher tappen wir leider noch völlig im Dunkeln. Manche Sachverhalte sind wohl einfach zu komplex, als dass wir Menschen sie begreifen könnten. Wie recht du doch hast. Dies ist das Archiv von Team Magma. Hier sammeln wir alle Daten zu unseren streng geheimen Missionen. Kurz gesagt, du hast hier nichts zu suchen. Ja, dann halt mich doch auf. Weißt du, wofür die Buchstaben in Projekt Azot stehen? Nee. A steht für den Anfang, Z steht für das Ende, aber was O, T und H bedeuten, weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Hier finde ich noch ein Leuchtmoos, auch das sollte ein Item sein, was man nicht wirklich braucht. Ich habe gerade sogar gar keine Ahnung, für was das war. Lass es mich kurz nachschauen. Wird der Träger von einer Wasserattacke getroffen, steigt seine Spezialverteidigung und das Item verschwindet. Ah, okay. Das war sowas wie der Schneeball bzw. der Akku. Okay. Ja, das ist halt so ein Competitive-Item, aber ich glaube, in einem Story-Playthrough braucht man das nicht wirklich. Oh. Wo bin ich hier gelandet? In irgendeinem besonderen Raum. Hier ist ein Team Magma-Banner, ein Mülleimer, ein Laptop, ein komischer Stuhl und ein Bett. Oh mein Gott, Komi findet das Item Zuflucht. Das ist ja so passend hier, denn genau in dem Raum werde ich eine kurze Pause einlegen. Ich gehe mich nochmal heilen. Geht das hier? Ah nee, hier kann ich mich einfach nicht heilen. Okay, vielleicht liegt es auch daran, dass meine Pokémon keinen Schaden genommen haben. I don't know. Auf jeden Fall erkunden wir in der nächsten Folge weiterhin das Versteck von Team Magma und hoffen, dass wir auf Mark stoßen, um ihn ein für alle Mal aufzuhalten. Nachdem wir dann genug Geld gescheffelt und Team Magma aufgehalten haben, gehen wir nochmal ein bisschen ins Einkaufszentrum von Segrasulp City. Da gab es ja in den ersten Etagen schon anders krasses Zeug und den Rest werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen. Und wenn alles perfekt läuft, dann entwickelt sich auch nächstes Mal Dragon Maid. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!